Vorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge und Claudia Applaus, meine Damen und Herren. Das ist immer schwierig, mit so vielen Fotoapparaten und Handys im Arm wird das schwierig. Und der Empfang beginnt natürlich mit der Begrüßung des bayerischen Ministerpräsidenten. Bitte schön, Horst Seehofer. Meine Damen und Herren, liebe Fans, die Presse sollte vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen auf das Blickfeld der Fans. Liebe Freunde des FC Bayern München, wir haben Sie eingeladen, noch einmal im Namen des Freistaats Bayern, der gesamten Bevölkerung, Anerkennung, Respekt und Dank zu sagen für das historische Ereignis in der abgelaufenen Saison. Deutscher Meister, deutscher Pokalsieger, Champions League-Sieger. Das verdient eine besondere Feier. In den Hofgarten der Residenz. Das war früher die Wirkungsstätte der bayerischen Könige. Und ich denke, für den FC Bayern München ist das gerade der richtige Ort. Ich begrüße den Präsidenten der Weltmarke FC Bayern München und den Architekten dieses großen Erfolges über Jahrzehnte, den Präsidenten Uli Hoeneß. Präsidium und den ganzen Vorstand an der Spitze, den Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge. Und ich begrüße mit besonderer Herzlichkeit die Erfolgsmannschaft des FC Bayern München in vollständiger Aufstellung mit dem Kapitän Philipp Lahm an der Spitze. Und ich begrüße den neuen Trainer. Ich muss das immer ein bisschen lernen, Pep Guardiola. Er hat mir gesagt, er fühlt sich in Bayern pudelwohl. Und ich habe ihm gesagt, wir wollen uns in einem Jahr wieder treffen, mindestens mit der gleichen Zahl an Titeln wie heute. Ist es möglich, ich bin auch hier in der letzten Reihe, dass er mal in die erste Reihe vorgeht? Ich begrüße noch die Medienvertreter. Jetzt nur mal zum Vergleich mit der Politik, wenn wir sowas machen, dann sind vielleicht 10 Medienvertreter da. Heute, sagt mir meine Presseabteilung, sind an die 100 da. Superman! Superman! Hey, hey, hey!
Senden und zu schreiben. Wahrheitsgemäß.